Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part des Bus-Simulators. Wir fahren eine neue Strecke, und zwar die Strecke Nummer 7. Und wir fahren erst 8, 9 und 10 im Rundfahrtmodus, würde ich jetzt sagen. Das interessiert uns nicht, wir sind eh nicht mit dem Gelenkbus unterwegs. 20 Minuten Timer, dann fahren wir mal die Strecke ab. Ich liebe diesen Simulator. Ich muss sagen, ich liebe ihn auch, aber ich hasse ihn auch. Das ist so eine klassische Tempomat rausmachen. Hassliebe, muss man schon sagen. Manchmal macht mich das Spiel so fertig. Ich habe da schon mal Fußgänger angefahren, obwohl keiner da war. Ich habe an 60 Haltestellen Passagiere zurückgelassen. Auf einer Tour wohl bemerkt. Und ich habe 2 Minuten an einer Haltestelle mit offenen Türen gewartet. Manchmal hat es mich schon echt zur Verzweiflung gebracht. Ganz davon abgesehen von der Streckenplanung, die dann irgendwie schief ging, weil ich es nicht verstanden habe. Warum ich nicht in Ego fahre, das ist eigentlich ganz einfach. Ich bin am Anfang in Ego gefahren. Ich wollte da mit meinem Kumpel ziemlich ausrasten im Bus-Simulator-Shop und einfach mal 4 Ziehharmonika-Busse kaufen für insgesamt, ich glaube, 2,2 Millionen Euro war es. Da habe ich viel Geld angespart. Und da habe ich dann aber immer jemanden überfahren, weil, wenn ich jetzt hier in der Ego-Perspektive fahre und dann jetzt meinetwegen da vorne links abbiegen will, ja, und da ist jetzt ein Zebrastreifen, da kann ich jetzt gerade nicht demonstrieren. Da habe ich immer nie von der Seite gesehen, ob da jetzt ein Fußgänger kommt oder nicht, weil ich die Mausperspektive immer so gelassen habe. Und da habe ich mich natürlich nicht so umgeguckt und habe da halt immer ab und zu einen angefahren, und das ist ja ziemlich teuer, 20.000. Und da habe ich mal irgendwann gedacht, nee, ich muss mal das in der Ego-Perspektive ausprobieren. Und dann habe ich das in der Ego-Perspektive ausprobiert. Habe da auch erst gedacht, um Gottes Willen, daran gewöhnst du dich ja nie. Und als ich dann so eine halbe, dreiviertel Stunde gefahren bin, habe ich mich daran gewöhnt. Und seitdem habe ich keinen Fußgänger mehr überfahren, der über einen Zebrastreifen ging. Das ist die Story dahinter. Weil man hat ja einfach den besseren Überblick. Und wenn man zu faul ist, um die Maus nach rechts und links zu bewegen, wenn man irgendwo abbiegt und da ist gleich ein Zebrastreifen, das war mir irgendwie zu blöd und habe es mir einfach gemacht. Das Wetter ist einfach wundervoll. Gesundheit. Jetzt habe ich gedacht, ach, das Wetter ist wundervoll. Buh, das wär's ja noch. Das wär's ja noch. Aber ich traue meinen Passagieren alles zu. Also von daher wäre das nicht ausgeschlossen. Das ist ein Geist. Nein, das ist kein Geist. Aber ich bin ein Geisterfahrer. Und das ist der Beweis. Diesmal ganz bewusst und mit purer Absicht. Aber wollen wir mal wieder auf die rechte Seite wechseln. Sehr pünktlich, danke. Und ich kann ja natürlich auch noch sehen, ob ich auch wirklich hier perfekt halte. Weil im Ego-Modus, ja, ich kann nicht auf dem Boden sehen, ich kann Der nicht nach Zug hinten verkehrt sehen. hinwegflog. Das ist zum Beispiel auch so ein Grund, warum ich nicht in der Ego-Perspektive fahre. Abbiegen. Und ich sehe natürlich auch viel besser beim Abbiegen, wenn jetzt hier viel Verkehr ist und viel Stau, ob ich ein Auto streife oder nicht. Das kann man auch ein bisschen schwer erkennen. Und da immer raus, zoomen und dann wieder rein. Das ist auch ein bisschen blöd.
Und das ist jetzt eben so eine Stelle. Hier haben wir jetzt eben gleich einen Zebrastreifen. Und wenn da jemand angelaufen kommt und ich fahre rüber und der läuft mir rein, dann bin ich 20.000 los. Und das muss nicht unbedingt sein. Das muss nicht unbedingt sein. Nein, nein. Sehr pünktlich, danke. Ja, klar, Ego ist realistischer. Das ist gar keine Frage. Aber ich hätte auch gerne, um den Realismus noch vollständig zu machen, hätte ich gerne ein Schaltknüppel mit einbezogen. Nicht nur Lenkrad und Gaspedal, sondern auch eine Gangschaltung. Aber die ist nicht kompatibel. Deswegen habe ich gedacht, gut, wenn das eh nicht realitätsgetreu ist zu 100%, dann kann sie auf die Ego-Perspektive auch pfeifen, Oh, hart das hat sie gesagt. gemeint. Okay, dann müssen wir hier halten. Klar, ist realistischer. Absolut pünktlich. Danke sehr. Aber ja, mir kommt es jetzt nicht so auf den Realismus drauf an, deswegen habe ich den mal ein bisschen hinten angestellt. Ich bin jetzt auch nicht so der Simulationstyp. Ich würde mal gerne Polizeisimulator ausprobieren. Der ist aber ziemlich schlecht. Landwirtschaftssimulator habe ich mal gespielt, 2010 und 2015 war es, glaube. Und ja, das habe ich auf jeden Fall mal gespielt. Aber ansonsten habe ich jetzt noch keine Simulation gespielt. Weswegen ich das wahrscheinlich da auch nicht mit der Realität so ganz genau nehme. Gestern sind wir an Aber einer ich wollte großen immer mal Baustelle irgendwie was vorbei. Neues ausprobieren und vielleicht fahre ich den Bussimulator auch mal in einer Special-Folge, wenn das denn gewünscht wird. Total realitätsgetreu, auch mit dem realitätsgetreuen Fahrmodus, mit Bus manuell absenken. Könnte ich mir gut vorstellen. Wenn die Nachfrage groß genug ist, kann ich das gerne mal machen. Oh, und wir sind gleich wieder am Ende einer Fahrt. Hat gerade mal 8 Minuten gedauert. Und hier müssen wir abbiegen. Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Nein, er ist schon wieder krank. Okay, habe gerade gedacht, es ist eine Ampel, aber es ist nur Vorfahrt gewähren. Absolut pünktlich. Danke sehr. Train Sim World. Das habe ich mal gesehen bei GameStar Video. Das fand ich ziemlich cool, aber ich glaube, das ist grafisch ziemlich Schön. anspruchsvoll. Ich habe natürlich die PC-Version gesehen. Und das ist auf jeden Fall auf PC ziemlich anspruchsvoll. Und bringt die PC-Komponenten ziemlich in Schwitzen im wahrsten Sinne des Wortes. Gehst du Freitag ins alte Sägewerk? Ich glaube, Nein, das war auch der tut mir leid, ich muss Zugsimulator, Samstag ja. arbeiten. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Ja, klar, hat man natürlich alles optimiert, ein bisschen runtergebrochen für die PS4, hat es ein bisschen aufgehübscht. Also generell die Grafik, also auch hier vom Bussimulator, die ist ganz gut. Ja, die ist jetzt nicht perfekt, aber jetzt auch nicht schlecht. Also die ist wirklich, ja, wie soll ich sagen, so Mir ist heute nicht nach oberste Arbeit Klasse gewesen. im unteren Bereich, würde ich es jetzt mal bezeichnen als Laie. Also Grafik ist schon schick. Und zum Entspannen, einfach mal hier so ein bisschen in der Stadt rumcruisen, ist das perfekt. Sehr pünktlich, danke. Wo müssen wir jetzt halten? Ich
gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Es wäre dann gleich hier rechts nochmal ums Eck. Ah ja, tatsächlich. Guck mal. Da müssen wir halten. Alles klar. Perfekt geparkt. Das war mal eine perfekte Runde. Da habe ich auch schon ganz andere Runden hingelegt. Viel schlechtere Runden. Weil es so schön war, können wir gerade noch hier einmal... Ich meine, wir sind 6 und 7 gefahren. Was habe ich gesagt? 8, 9 und 10 machen wir im Rundfahrtmodus. Oh, wobei, glaube ich dann doch nicht. Nee, also wenn die Strecke hier 31 Minuten geht, die 26 und die 56, dann muss ich aber komplett los. Dann fahren wir vielleicht die letzte im Rundfahrtmodus. Aber das wäre jetzt hier die nächste, die wir machen. Und ich glaube, die fahren wir jetzt auch gleich direkt. Fahrt starten. Ja, komm, wir machen mit dem YouTube-Part ein bisschen länger. Dann machen wir hier einmal weiter. Muss jetzt unbedingt kein neuer Cut sein und wir müssen in die 6. Wir sind schon, wir sind zu weit gefahren. Ich bin zu weit gefahren. Da steht auch schon ein Kollege, der uns hoffentlich nicht im Weg stehen wird. Und ansonsten überholen wir ihn, kontrollieren ihn. Und dann fahren wir vor ihm. So. Uff, es ist viel zu heiß draußen. Ja, komm, so heiß ist doch nicht. Die übertreiben doch immer. Bei uns wird es jetzt langsam kalt. Da kommt der Winter. Er steht nämlich schon bei mir vor der Türe. Ja, ich bin nicht glücklich über den Winter. Überhaupt nicht. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Das war knapp. Das war knapp. Mal. Ist das überhaupt der richtige Bus? Ja, das ist der richtige. Oder vielleicht lösche ich auch die Route 10 und mache eine andere da draus. Muss ich mal noch gucken. Da muss ich mal gucken. So, kommen Sie ran. Nabend, Kolei. Haben wir den Tempomat? Ich glaube, den haben wir rausgemacht. Nö, haben wir nicht. Ich fahre doch nicht mit Tempomat in der Stadt. Ich glaube, die Displayhelligkeit ist ein bisschen zu hell. Fahren Sie langsamer! Beruhigen Sie sich. Wir sind außerorts. Ich darf hier 100 fahren, wenn ich es könnte. Kann ich aber nicht. Das finde ich ein bisschen blöd. Warum können die Busse nicht über 100 fahren? Das finde ich jetzt auch nicht realitätsgetreu. Als ob die Busse bei 85 km/h aufhören zu zählen. Ist doch Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Weiß ich nicht, warum die das gemacht haben. Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Tatsächlicherweise. Zum Geier ist das für ein Geräusch. Guck mal, wir kommen nur mit Ach und Krach gerade mal über 70 rüber.
der letzten Folge kam ich glaube, warum die Strecke so lange dauert. Weil wir da ziemlich im Karree fahren. Wir fahren da ziemlich viel über Land. Ah ja, okay, gut. Und hier hinten natürlich die ganze Industry Zone und Port Ember. Aber ansonsten dürfte die eigentlich auch relativ schnell abgefahren sein. Zumal wir ohne Tempomat unterwegs sind. So. Fahren Sie ein Rennen? Jo. Der Kollege, der Busfahrerkollege ist weg. Schade. Haben wir es eilig oder was? Keine Fahrkartenkontrolle. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Vielen Dank für das Lob. Sehr geehrten Fahrgäste. Hey. Wir bitten Sie, unsere Überpünktlichkeit zu verspäten. So ein schöner Tag. Wenn ich das mal bei der Deutschen Bahn höre, dann friss ich einen Besen. Blinken. Gut. Ja, Blinker ist aus. Der Blinker ist aus. So. Schwuppdiwupp, nicht weiterfahren. Jetzt haben wir natürlich abrupt abgebremst. Das war nicht so gut. Aber besser wie die Haltestelle überfahren. Denn das wäre gar nicht gut gewesen. Das wäre gar nicht gut gewesen. Okay, weiter geht's. Gut, den Blinkbonus, den haben wir schon mal einkassiert. Das passt soweit. Mann, ich hab den doch ausgesteckt. Ausgeschalten. Den Blinker. Hier muss ich raus. Alter, fahren Sie mal schneller. Wenn ich Sie überholen wollen würde, würden Sie nicht wollen. Ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Das Wetter ist einfach wundervoll. Ja, ja, schöner Tag, schönes Wetter. Oh nein, ich habe Sie vergessen. Hier ist die. Na klar. Alles wird besser. Hier, bitte. Oh. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Das hat sich gelohnt. Wie viel? 3 Schwarzfahrer? Da wollen wir nicht meckern. Da wollen wir nicht meckern. Und zwar überhaupt nicht meckern. Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin hundemüde. Hundemüde. Das bin ich auch bald. Ich überlege mir, einen Hund anzuschaffen. Echt? Wie kommt's? Also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit... Ja, das mit der Arbeit ist nicht zu unterschätzen. Nicht zu unterschätzen. Hier muss ich raus. Junge Dame, ich halte nicht für Sie hier an. Zum Schluss überfahre ich Sie wieder. Das ist mir auch mal passiert. Da wollte jemand raus. Und habe ich den rausgelassen. Habe die Türe zugemacht. Habe aufs Gaspedal gedrückt und bin weitergefahren. Und dann stand da Fußgänger angefahren. Habe ich auch gedacht, ja, leck mich am Arsch.
Leute lässt du nicht mehr so schnell hier raus, auch wenn sie die Haltestelle verpennt haben. Aber das habe ich einmal gemacht und nie wieder. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Einmal und nie wieder. Irgendwer? Das war schon heftig. Da war ich erst nett und habe die noch aussteigen lassen und dann ist die mir vor den Zug, vor den Bus gelaufen. Zug. Gestern sind wir an einer rosa. Das war der Timer für YouTube. Das heißt, wir beenden mal die Folge. Ich fahre die Fahrt noch zu Ende. Und bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Und in diesem Sinne, Regenrinne, Metal out, meine Freunde.